Hallo zusammen, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich bin gerade in der Uni bzw. in der Bibliothek, weil ich ja an meiner Masterarbeit schreiben muss. Aber ich habe gerade Glück, wir haben ja Semesterferien und es ist niemand da außer mir. Und deswegen dachte ich mir, nutze ich mal schnell die Chance und drehe ein Video für euch. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jeden Monat so eine Art, ja, Monatsresümee über meine YouTube-Aktivitäten zusammen zu tragen, damit ihr praktisch ja mit mir zusammen lernen könnt, wie dieses Medium funktioniert. Und ich habe euch ja im letzten Video hier oder da schon erzählt, wie der Januar gelaufen ist, wo ich ja jeden Tag Videos hochgeladen habe. Und im Februar habe ich wegen der Masterarbeit beschlossen, das nur noch alle 2 Tage zu machen, sprich mein Pensum auf 50% zu reduzieren. Und ich finde das ganz interessant, inwiefern sich das eben auf meine Statistiken ausgewirkt hat und ob ja meine Theorien, die ich da so, meine Hypothesen, die ich im Kopf habe, so aufgehen. Ich habe euch ja in dem Video gesagt, dass ich der Meinung bin, dass viel, viel hilft. Also sprich, viele Videos machen, bringt viele Abonnenten, viele Kommentare, viel Einnahmen, viel Klicks, viel alles. Und das hat sich ja im Januar praktisch auch so bewahrheitet. Theoretisch hätte jetzt demnach alles um 50% runtergehen müssen, ist es aber nicht. Tatsächlich ist es so, ich gucke hier gerade auf meinen Bildschirm, da sehe ich die Statistiken. Es ist tatsächlich so, dass die Wiedergabezeit sich erhöht hat im Vergleich zum Januar, obwohl ich nur halb so viele Videos gemacht habe. Auch die durchschnittliche Wiedergabedauer ist hochgegangen. Und auch die Anzahl der Klicks. Das finde ich ziemlich interessant. Andererseits gab es sehr, sehr, sehr viel weniger positive Bewertungen, also viel weniger Daumen hoch. Wahrscheinlich einfach, weil weniger Videos da sind, denen man hätte einen Daumen hoch geben können. Die Anzahl der negativen Bewertungen sind aber ein bisschen gestiegen. Also wir reden jetzt hier echt nicht davon, dass ich die Tausende von negativen Bewertungen habe. Das sind irgendwie 15 oder so. Und ich habe insgesamt viel weniger Kommentare gekriegt als im letzten Monat. Was vermutlich auch wieder daran liegt, dass einfach weniger zum Kommentieren da war. Vielleicht waren aber auch die Videos nicht so einladend wie im Januar, das weiß ich jetzt nicht, das müsst ihr mir vielleicht sagen. Es wurden weniger Videos geteilt. Und das finde ich fast am interessantesten, ich habe in etwa genauso viele Abonnenten dazu gewonnen wie im Januar. Also nur halb so viele Videos gemacht. Trotzdem im Schnitt 7 neue Abonnenten pro Tag, das finde ich super geil. Was sagt mir das jetzt? Viel hilft, viel stimmt vielleicht nicht ganz so doll, wie ich es gedacht habe. Trotzdem ist es ja so, dass jeden zweiten Tag ein Video rauszuhauen immer noch sehr, sehr viel ist. Und ich sehe auch an anderen Kanälen, dass das mit der Häufigkeit schon deutliche Auswirkungen auf deren Kanal hat. Natürlich ist die Qualität immer super wichtig. Und man muss dann eben gucken, welche Strategie man fährt. Ich finde, am ganz deutlichsten ist der Kanal von Casey Neistat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt. Ein New Yorker, der seit letztem Jahr März jeden Tag Videos macht. Sehr, sehr, sehr geile Videos. Guckt euch den Kanal an. Kann ich nur empfehlen. Echt krass. Die Sache ist die, er hat 5 Jahre lang YouTube-Videos gemacht. Und hat nach 5 Jahren noch nicht mal 1 Million Abonnenten gehabt. Ja, das klingt jetzt irgendwie krass, aber wenn ihr die Quali von seinen Videos gesehen habt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Also nach 5 Jahren lag er immer noch unter 1 Million Abonnenten, obwohl er einige Videos dabei hatte, die wirklich viral gegangen sind, die 15 Millionen Klicks hatten. Dann hat er irgendwann im März spontan beschlossen, ich mache das jetzt jeden Tag, ich liebe Videos machen, ich mache das viel zu selten, ich mache das jetzt einfach jeden Tag, so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Und hat dann angefangen, täglich zu bloggen. Und hatte dann in kürzester Zeit die 1 Million erreicht. Und jetzt kommt der Hammer. 6 Monate später war er bei 2 Millionen Abonnenten. Also bin ich nach wie vor sicher, dass die Häufigkeit, mit der man Videos produziert, auf jeden Fall große Auswirkungen darauf haben, wie viele Abos, Klicks, Likes und alles eben man so kriegt. Aber natürlich ist das nicht das einzige Kriterium. Die Qualität muss natürlich auch stimmen. Die Sache ist, auch wenn bei mir jetzt die Statistiken im Vergleich zu Januar gleich geblieben sind, heißt das ja nicht, also ich weiß eben nicht, was passiert wäre, wenn ich in der gleichen Intensität weitergemacht hätte wie im Januar. Ich habe ja keine Vergleichsgruppe, ich kann das ja nicht wissenschaftlich jetzt belegen.
Hätte ich es wissenschaftlich gemacht, hätte ich irgendwie noch einen zweiten Kanal haben müssen oder einen Vergleichskanal, der dem sehr, sehr ähnlich ist und der einfach in der Geschwindigkeit weitergemacht hätte. Vielleicht hätte ich ja bei täglichen Videos doppelt so viele Abonnenten gekriegt oder wer weiß. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall erstmal bis zum Abschluss meiner Masterarbeit, was hoffentlich Ende April sein wird, bei diesem zweitägigen Rhythmus bleiben, einfach damit nicht so viel, also damit ich noch genug Ressourcen für meine Masterarbeit habe. Und ja, mich würde mal interessieren, wie sind denn eure Erfahrungen so? Habt ihr, also sofern ihr selber eben Videos macht oder bloggt, damit auch mal rumexperimentiert? Wie sieht es bei euch aus? Also könnt ihr mir da einfach mal so eure Erfahrungswerte mitteilen? Was war bei euch der größte Ausschlag? Ist es die Häufigkeit? Hat sich irgendwie die Qualität eurer Videos irgendwann mal geändert? Oder weiß ich nicht, ist es das Kommentieren auf anderen Kanälen gewesen? Oder ich weiß es nicht. Lasst mich das doch mal bitte wissen. Schreibt das unten in die Kommentare und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, ob ich weiterhin solche Updates einmal im Monat für euch machen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und falls noch nicht passiert, abonniert den Kanal hier oder hier. Ich werde es mir nie merken, damit wir uns im nächsten Video auch wiedersehen. Tschüss!